Dieser Frau steht Blitzlicht einfach. L'Oréal London ist Deutschlands wohl bekannteste Transsexuelle. Ihr Image, der spannende Paradiesvogel. Ihre privaten Pläne für die Zukunft sind aber, ja wirklich, alles andere als crazy. Heiraten, Familie gründen, das ist schon ein großes Ziel von mir. Also im Grunde genommen möchte ich das, was jede normalgeschlechtliche Frau auch möchte. Ja. Den passenden Mann hat sie dafür schon gefunden. Der heißt Simon, lebt in London und ist L'Oréals große Liebe. Ich bin irgendwann verschwunden aus Deutschland und war wirklich 2 Jahre lang bei meinem Freund in London und habe dort das Leben genossen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Aufzuhören mit dem Blitzlichtgewitter, aufzuhören mit den Fernsehkameras für eine gewisse Zeit und einfach nur das Leben mit meinem Freund genießen. Ganz normal. Ja, wie die L'Oréal von nebenan. Ohne Kameras, das war richtig, richtig gut. Wir sind gespannt. Die nächsten Bilder, die wir von der süßen L'Oréal sehen werden, sind vielleicht schon Hochzeitsfotos. Sie ist die Neue bei Verbotene Liebe. Ab Mai mischt Julia Sonntag als Designerin Martha Wolf in der Erfolgssoap mit. Am Set hat sich die 24-Jährige von Anfang an wohlgefühlt. Es war ganz toll, meine Leute da kennenzulernen und so privat kennenzulernen. Und ja, bin total zufrieden mit meinen Kollegen und echt glücklich und habe es, glaube ich, echt gut erwischt. Also. Dieses Lächeln werden wir in Zukunft wohl öfter sehen. So glücklich sieht Paddy Kelly als Ehemann aus. Der Sänger hat überraschend seine Jugendliebe Joelle geheiratet, fernab der Öffentlichkeit in Irland. Schwester Maite war natürlich dabei. Er hat sie geheiratet, weil er sie liebt. Und das sieht man. Das sieht man. Dass er glücklich ist, sieht man. Und das ist das Wichtigste. Übrigens, es war die schöne Joelle, für die Paddy vor 20 Jahren bereits den Song Looking for Love schrieb. Diese Schwangerschaft ist nun wirklich eine runde Sache. Vielleicht ein bisschen zu rund. Kim Kugelblitz Kardashian hat den Babypfunden jetzt den Kampf angesagt. Regelmäßig ist sie seit neuestem im Gym anzutreffen. Ups, das klingt nach einer Panikreaktion. Ob es tatsächlich gesund ist, in ihren Umständen Powersporteln zu gehen? Mensch, Kim, im Allgemeinen warten ja sogar die prominenten Mamis mit dem Back-to-Body-Programm bis nach der Geburt.